So können wir mit Götze und Musiala zur Tormaschine der WM werden. Schauen wir uns Musiala an. Ein Spieler, der extrem flexibel einsetzbar ist. Entweder auf der 10, da wird er wahrscheinlich bei der Nationalmannschaft spielen, oder auf der 8 oder auf der 6er Position. Hat eine sensationelle Hinrunde bei Bayern München gespielt, mit vielen Toren, die er selber geschossen hat oder viele, die er vorbereitet hat. Auch sein Defensivverhalten hat sich enorm verbessert im letzten Halbjahr. Der zweite Spieler, kein Shootingstar, sondern ein Alter, der 2014 für die deutsche Nationalmannschaft das entscheidende Tor bei der WM geschossen hat. Mario Götze ist über Eindhoven wieder zu Eintracht Frankfurt gewechselt und spielt auf einem extrem hohen Niveau. Aber er kann nicht nur seine spielerischen Qualitäten bei der Nationalmannschaft einbringen, sondern eben seine langjährige Erfahrung. Und diese beiden in Kombination werden entweder dafür verantwortlich sein, selber Tore zu schießen oder ihre Mitspieler in Position zu bringen, dass die anderen die Tore schießen.